Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Arturia bringt Pigments 4 raus und natürlich will ich das mit euch angucken. Let's go! Wenn du Neue bist oder es aus irgendeinem Grund noch nicht geschafft hast, würde ich mich freuen, wenn du jetzt auf Abonnieren und die Glocke drückst. Damit supportst du den Kanal. Außerdem wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Also ein Win-Win-Game, ohne dass irgendjemand was dafür ausgeben muss. Guter Deal. Pigments ist ja das Schlachtschiff irgendwie von Arturia, was Synthes angeht. Du kannst da durch wahnsinnige Presets durchklicken. Ähm, hat jetzt in den letzten Produktionen auch eigentlich bei mir immer wieder stattgefunden, dass äh, Pigments dann aufgegangen ist. Wenn ihr vielleicht auch die 100 Tage, 100 Beats Challenge gesehen habt, dann äh, wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, außerdem könnt ihr natürlich auch euren Synthie-Sound da selber shapen. Relativ übersichtlich. Und mit der Version 4 ist es sogar noch übersichtlicher geworden. Ähm, außerdem gibt es ein neues Interface. Das Ganze ähm, gucken wir uns jetzt an. Und wenn wir Pigments ganz jungfräulich öffnen, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben hier das Preset Really Long Keys und das klingt erstmal so. Und ist tatsächlich really long. Eine neue Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist, wie ich finde, ist dieser Play-Mode, den man hier haben kann. Was diesen Ganzen sind sehr vereinfacht. Das heißt, wir können hier durch die Presets durch und haben hier eine sehr, sehr einfache Übersicht. Erstmal von den beiden Wavetables, beziehungsweise hier kann man ja natürlich auch. Auf analogen Sample oder Harmonic stellen, ähm, haben wir die Filter, ein bisschen Utility, Kram und ja, die Effects. Und ansonsten sehen wir, dass hier Modulation-mäßig was passiert, ähm, haben aber hier jetzt nicht so viel ähm, Einblick in das Ganze, wie wenn wir auf den Synth-Mode stellen und dann hier natürlich, ähm, ja, wesentlich, wesentlich mehr Einblick haben. Außerdem optisch dazugekommen ist, wenn wir hier auf diese drei Striche gehen und auf Theme, dann gibt es hier Light. Und das sieht dann plötzlich so aus. Beziehungsweise so plötzlich ist es nicht, braucht schon ein bisschen zum Laden, aber dann passt es vielleicht zu deinem neuen äh, Arturia ähm, MIDI-Keyboard, wenn du das äh, in weiß hast. Ähm, sieht irgendwie fresh aus, erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Native Instruments aus irgendeinem Grund. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das auch so geht. Äh, ich äh, stehe aber definitiv mehr auf den dunklen Modus. Deswegen switchen wir da auch wieder hin. Dann haben wir hier den vertrauten Modus und wir gehen einfach mal durch und äh, alles was neu ist, werde ich äh, zwischendurch berichten. Also, wie gesagt, wir haben hier die Funktion von diesem Wavetable, wir können hier Sample auch äh, benutzen, wir haben Harmonics äh, und wir haben hier analog und analog ist erstmal ganz klassisch, dass wir hier unsere Oszillatoren haben, die wir einstellen können, je nachdem, welche Kurven wir hier haben wollen, können wir die miteinander ähm, ja, können wir die miteinander arbeiten lassen. Wir können ähm, beim Wavetable durch sehr, sehr viele verschiedene Wavetables durch Switchen mit äh, Pigments 3, 4 ist natürlich auch noch mal viel mehr dazugekommen. Also, hier sind 63 neue Wavetable Sounds dazugekommen, aus denen ihr aussuchen könnt und die ihr dann hier ja auch wie geht das weg? Da. Die ihr hier auch bearbeiten könnt, natürlich. Und die ihr dann hier mit dem nächsten Wavetable oder auch mit dem Sample. Ähm, wenn wir uns hier eins aussuchen. Auch da sind welche dazugekommen. Und zwar 67. Äh, muss ich nachgucken, habe ich mir nicht gemerkt. Und dann, ähm, wenn wir die hier ausführen können wir die hier dazu mischen und auch bearbeiten je nachdem wie wir da Bock drauf haben äh, außerdem dazu gekommen ist dass wir hier den Sequencer ausmachen können und die Effects das heißt wir können auch einzeln uns hier anhören was wir genau da machen ohne zu abgelenkt zu werden Und ich finde das eine ganz coole Sache. Wir haben hier diese Harmonik-Sache und wie ihr hören könnt, kommen hier also ja hohe Harmonien, Harmonics dazu. Äh, die können wir hier natürlich auch noch unterschiedlich pitchen, wie, wie weit wir das auch haben wollen. Finde ich ziemlich geil. Also, wenn ihr der Typ ähm, Sounddesigner seid, der hier stundenlang verbringen kann, um hier drin rumzuspielen, dann ja ist das, ist das auf jeden Fall einer von den ähm, Synths, die man da auch benutzen kann. Für den Play-Mode ist es ein bisschen einfacher gestaltet. Ups, was ist das hier? Aha. Achso, das war noch hier an. Ähm, hier haben wir einen bisschen einfacheren Überblick, wie ich finde. Wir können hier trotzdem natürlich die Wavetables switchen. Können hier auch, ähm, ja auch uns aussuchen, was für eine Engine wir benutzen wollen. Ähm, und können die hier auch an- und ausmachen. Und wenn man ausmacht, dann hört man natürlich nichts, aber können auch die Harmonik einzeln hören und dann äh, ja das ist ziemlich einfach wie ich finde wir haben hier die Filter und da ist auch dieser MS20 Filter dazu gekommen ähm, das heißt wir haben hier noch mal ja einen neuen Filter ähm, den wir dazu nehmen können genauso hier Nochmal unterschiedliche Filter, die wir aussuchen können und auch dazu bearbeiten, um dann den Sound halt so zu formen, wie wir den haben wollen. Wenn ihr das so macht wie ich, ich stehe mehr auf Presets, dann äh, könnt ihr natürlich hier auch in den Presets äh, sehr viel euch ähm, dazu raussuchen. Und auch weiterhin ist Pigments extrem effects stark. Wir können hier ähm, ja aussuchen aus unterschiedlichsten effekten die wir haben wollen wir haben hier also den kompressor den multiband kompressor bitcrusher beim bitcrusher sind auch noch einige äh, kleinigkeiten dazu gekommen ähm, dann haben wir auch einen neuen reverb glaube ich ah ja wir haben hier diesen schimmer reverb machen wir das aus Ja, und ihr hört den Unterschied, der macht nochmal einen ganz anderen Effekt. Und dann haben wir natürlich auch noch ein... Äh, was haben wir noch irgendwie neu? Ich glaube, der BL20 Flanger ist nicht neu. Äh, dieses Super Unison ist, glaube ich, auch neu dazugekommen. Feier ähm, kann man sich sehr, sehr äh, auslassen. Wie gesagt, ich bin da nicht ganz so into, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video darüber mache, wie man ähm, seine eigenen Sounds im in, in Pigments oder vielleicht auch im Massive oder so. Ähm, Kreieren kann, wie was die LFOs machen, wie man Oszillatoren einstellt, äh, dann äh, bin ich natürlich bereit, ich habe das irgendwann mal studiert, mich da nochmal reinzufuchsen äh, und euch da ähm, auch eine Anleitung zu geben und mir auch. Wieder die Fähigkeit, das mehr zu machen. Obwohl ich, was das angeht, ja, eher auf Funktionen setze und sage: Okay, komm, hier ist ein Künstler, wir haben einen geilen, wir haben einen geilen Sound gefunden und da bauen wir ähm, was auch immer draus. Außerdem sind 36 neue Noise-Sounds dazugekommen, ähm, was viel neues ist und äh, auch wieder viel Auswahl bedeutet. Ähm, hier die Presets, wie ihr gewohnt seid, ähm, sind die einfach sehr, sehr viel. Das dauert eine ganze Weile, bis man sich hier durchgeklickt hat. Ähm, bei den Wavetablen ähm, sind übrigens jetzt auch so Lo-Fi-Presets ähm, bzw. Lo-Fi-Wavetable dazugekommen. Ähm, Gerade wenn ihr so ja, Hip-Hop-Trap-Dings-Geschichten äh, macht, könnte das natürlich sehr, sehr interessant sein. Die gute Nachricht ist, Pigments, das Update, wenn ihr also Pigments 3 habt, dann ist das Update für euch kostenlos. Ansonsten findet ihr das auf der Seite von oder ihr benutzt hier unten den Link, der führt euch ähm, zu einem Store, wo ihr das natürlich für den ganz normalen Preis einkaufen könnt. Ich kriege aber ein kleines bisschen was davon ab. Also ein Affiliate-Link, genauso wie die anderen Links da unter diesem Video hier drunter. Da äh, klickt ihr drauf und dann kauft ihr ein bisschen was. Und ähm, ich kriege einen kleinen Prozentsatz davon ab. Und ihr supportet gleichzeitig den Kanal. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich auch jetzt nochmal freuen, wenn ihr auf Abonnieren und die Glocke drückt. Ähm, weil ja, ist ein, ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und eine Sache habe ich noch, die habe ich gerade vergessen. Was war das nochmal? Hm, 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 Pick. Pigments Ach ja, ich habe äh, Pigments 4 von Arturia kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an an der Stelle. Ähm, ich bekomme kein Geld ähm, oder irgendwas anderes, damit ich dir dieses Video mache. Ist auch keine Verpflichtung. Ähm, nur damit ihr das äh, gehört habt und wisst, wie. Dieses Video hier zustande gekommen ist. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche das Ganze zu beantworten. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreibt mir gerne eine E-Mail. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten heißt es wie immer: die nächsten Folgen folgen. Bis dann. Ja.